Unsere Erde. Nur ein sehr kleiner, blasser blauer Punkt mitten in den unendlichen Weiten des Universums. Aus dieser Entfernung betrachtet scheint die Erde nicht besonders bedeutsam zu sein. Aber für uns ist das nicht so. Schau dir diesen Punkt noch einmal an. Das ist hier. Das ist zu Hause. Das sind wir. Jeder, den du liebst, jeder, den du kennst, jeder, von dem du schon einmal gehört hast, jeder Mensch, den es je gegeben hat, lebte hier. Auf einem Staubkorn erleuchtet von einem Sonnenstrahl. Es wird Zeit, diesen kleinen, blassen, blauen Punkt zu schützen, denn wir haben nur diesen einen Planeten, diese eine Erde. Fangen wir doch mit den Meeren an. Die Meere bedecken über 70% der Erdoberfläche und machen unsere Erde zum blauen Planeten. Ohne flüssiges Wasser hätte kein Leben entstehen können. Die Erde wäre genauso tot wie Mond und Mars. Und auch unser Klima wäre ohne den Einfluss der Ozeane grundlegend anders. Tauch doch mal ein in das Meer und lausche, was es dir zu erzählen hat. Ja, das ist auch. Ach du, zwei Drittel der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Ja. Und nur ein winziger Teil davon ist Süßwasser. Stell dir vor, das meiste ist festes Eis und nicht frei verfügbar. Genau, genau. Am Nordpol und Südpol oder in den großen Gletschern steckt das Eis. So, so. So, so. So, so. Du Mona, ich weiß gar nicht so genau, woher das ganze Wasser auf der Erde eigentlich kommt. Anne! Vielleicht war es schon von Beginn an in dem Material, aus dem sich die Erde zusammenklumpte. Ja, vielleicht wurde es aber auch erst sehr viel später durch Kometen oder Asteroiden auf die Erde gebracht. Der größte Wasserfall der Erde befindet sich unter Wasser. Ich weiß, zwischen Spitzbergen und Grönland fällt das Wasser bis zu 4000 Meter. Hinunter. Oh! Ja, 4000. Ja, oh. Tja, pro Jahr rutschen etwa 10.000 Container über Bord der Frachtschiffe und verschwinden im Meer. Boah, sag bloß, Jochen, so viele? Nee, echt jetzt? Ja, 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 wenn ich es doch sage. Die meisten Container sinken ja auf den Meeresgrund. Aber manchmal gehen diese Dinger auch auf und die ganze Fracht geht auf Wanderschaft. Ja, so wie mein Quietscheentchen. Stimmt genau. So bin ich im Meer gelandet. Mit mehr als 29.000 Geschwistern. Plumps! Lagen wir drin im weiten Ozean. Weit und breit kein Land und unser Schiff hat's gar nicht gemerkt und fuhr einfach weiter. Oh, Entchen, davon würde ich aber gerne mehr erfahren. Ja, das macht mich ganz neugierig. Erzähl doch mal. Ich erinnere mich noch genau. Es war der 10. Januar 1992 und ich saß mit vielen Freunden auf einem großen Frachtschiff. Wir waren auf dem Weg von Hongkong nach Seattle. Irgendwo mitten im Nordpazifik wurde das Wetter dann echt mies. Es war stockdunkel, der Wind peitschte uns um die Ohren und die Wellen waren haushoch. Plötzlich kam unser Container ins Rutschen und plumpste ins Meer. Der Aufprall war ganz schön hart, die Türen sprangen auf und wir wurden allesamt ins Meer gespült. 29.000 gelbe Quietscheentchen. Aber als Ente habe ich ja keine Probleme damit, mich über Wasser zu halten. Die Meeresströmungen rissen uns einfach mit. Zunächst gerieten wir in den subpolaren Wirbel, der uns erst vorbei an den Küsten Alaskas in Richtung Japan trieb und dann wieder zurück nach Nordamerika brachte. 3 Jahre lang schwammen wir im Kreis, immer wieder trieben einige Tiere mit anderen Strömungen davon und erreichten Australien, Indonesien oder sogar Chile. Irgendwo vor der Küste Japans habe ich dann auch Jochen kennengelernt. Er ist, neugierig wie Rochen nun mal sind, einfach mit uns mitgeschwommen. Wir wurden dann mit einigen anderen Entchen von arktischen Strömungen erfasst. Wir umkreisten Grönland, trieben mit den Eisbergen an der nordamerikanischen Küste entlang in den Süden und wurden ganze 15 Jahre nach unserem Schiffsunglück bei England gesichtet. Nach und nach verteilten wir uns so auf der ganzen Welt, denn die Weltmeere sind alle miteinander verbunden.
Wann immer wir Land erreichten, wurden wir zu Forscherinnen und Wissenschaftlern gebracht, die mit unserer Hilfe die Meeresströmungen genauer bestimmen konnten. Alte Modelle erwiesen sich nämlich als ziemlich ungenau. Wir hätten ihnen zufolge erst 6 Monate später nach Alaska treiben dürfen und hätten auch viel weiter südlich ankommen müssen. Die neuen Daten helfen vor allem bei Schiffsunglücken, denn nun können Rettungskräfte den Kurs von Ölteppichen oder vermissten Booten viel genauer berechnen. Boah, das ist ja ganz schön spannend, das mit den Strömungen. Aber wo kommen die denn eigentlich her? Keine Ahnung. Aber ich habe da so eine Idee. Mhm. Uns ist doch letztens dieses hier Moni-Dingse. Mhm. Ja, die schwarze Ding da, dieser Monitor, auf die Köpfe gefallen, mitten ins Riff. Ja, seht ihr, schon wieder was von einem Frachtschiff gefallen. Ich sag es doch, 10.000 Container pro Jahr. Oh, wie das die Meere vermüllt. Nee, Leute, ich weiß, wo der Monitor herkommt. Hier, über dem Riff schwimmt doch dieses Forschungsschiff. Naja, die Rosalind Franklin. Ja, stimmt, genau. Die Wissenschaftler da oben an Bord, die untersuchen, wie sich der Klimawandel auf die Ozeane auswirkt. Und dann hat die See ein bisschen gewackelt und eine der Landratten von da oben war nicht ganz seefest, ist gestolpert und plops flog dieses Moni-Dings da über die Reling. Unser Zitteraal hat sich gleich drum herum geschlungen und wann immer es ihm nun einen Stromstoß verpasst, geht der Monitor an. Ja, und er verbindet uns direkt mit den Forscherinnen und Forschern da oben auf dem Schiff. Ja, das ist ja wunderbar. Regelst du das, Anne? Aber na klar. A one, a two, a one, two, three. Sini, tada! Ja, schon zur Stelle. Die Verbindung steht. Hallo Riffbewohner, herzlich willkommen bei uns im Strömungslabor. Ihr wollt wissen, wie die Meeresströmungen entstehen? Da seid ihr bei mir genau richtig. Die Meeresströmungen transportieren riesige Mengen von Wärmeenergie über den ganzen Globus und sind dabei in vielen Regionen für das Klima verantwortlich. Bei uns in Europa zum Beispiel wäre es im Schnitt um 10 Grad kälter, wenn es den Golfstrom nicht geben würde, der Wärme von dem Äquator in Richtung des nördlichen Atlantiks bringt. Also der macht es bei uns kuschelig warm. Treibkraft der Meeresströmungen sind Temperaturunterschiede und Unterschiede im Salzgehalt. Das nennt man auch thermohaline Zirkulation. Thermo für Temperatur und halin für Salzgehalt im Meer. Aber was machen Temperatur und Salzgehalt denn eigentlich aus? Wenn ich 2 Gläser mit Wasser nehme und in einem Glas ist kaltes Wasser und in dem anderen Glas ist warmes Wasser, dann ist das Glas mit dem kalten Wasser schwerer. Die Wasserteilchen nehmen weniger Platz ein, drängen sich mehr zusammen. Das heißt, mehr Wasserteilchen passen in dieses Glas, während Wasserteilchen in warmem Wasser sich mehr bewegen, mehr Platz brauchen. Das heißt, ich habe hier eigentlich weniger Wasserteilchen drin. Das kalte Wasser ist dichter, schwerer, sinkt daher zu Boden, während das warme Wasser weniger dicht ist und daher nach oben steigt. Probieren wir das doch gleich mal aus. Ich habe hier einmal ein Glas mit kaltem Wasser mitgebracht. Und hier haben wir warmes Wasser. Was passiert, wenn ich jetzt das kalte Wasser über das warme Wasser stülpe? Wie man ganz schön sehen kann, durchmischt sich das alles gut. Das kalte Wasser, das blaue kalte Wasser ist direkt nach unten geströmt und hat unten das warme Wasser verdrängt. Und jetzt habe ich aus Rot und Blau einen schönen lila Ton fabriziert. Jetzt probieren wir das Ganze einfach nochmal andersrum. Ich fülle in das eine Glas kaltes Wasser. Und fülle in das andere Glas warmes Wasser. Jetzt drehen wir mal das warme Wasser um und stellen es auf das kalte drauf. So, was man ganz schön sehen kann,
Das Wasser bleibt geschichtet, das heißt, das kalte Wasser bleibt weiterhin unten und das leichtere, weniger dichte warme Wasser bleibt oben. So ist es bei der Temperatur. Wie ist es denn beim Salz? Beim Salz ist es so, dass wenn ich Salz in Wasser gebe, gebe ich mehr Teilchen in das Wasser rein. Das heißt, Salzwasser ist auch dichter als normales Leitungswasser, was man ja auch Süßwasser nennt. Und das heißt, wenn ich jetzt dasselbe Experiment nochmal mit Salzwasser mache, was müsste dann passieren? Das probieren wir mal. Hier ist das Salzwasser. Das habe ich mal blau angefärbt. Und hier ist normales Leitungswasser mit roter Farbe. Jetzt stülpen wir mal das salzige Wasser über das Süßwasser drüber. Da müsste ja nun auch das sehr dichte salzige Wasser sofort nach unten strömen und das weniger dichte Süßwasser nach oben. Und auch da bekommen wir einen wunderschönen Mischton aus Blau und Rot. Ergibt Lila. Wunderbar. Dass das andersrum genauso funktioniert wie hier, das könnt ihr gerne mal zu Hause ausprobieren. Wo genau gibt es denn nun warmes und kaltes Wasser in den Ozeanen und wo ist das Wasser besonders salzhaltig? Beim warmen und kalten Wasser ist das vielleicht klar. Dort, wo die Sonne am meisten einstrahlt, ist das Wasser natürlich auch am wärmsten. Das ist hier in den Äquatorregionen der Fall. Und an den Polen kommt nicht so viel Sonne hin, das heißt, das Wasser ist da kalt. Das Wasser ist da aber nicht nur kalt, es ist auch besonders salzhaltig. Denn dort, wo es kalt ist, gefriert Wasser zu Eis. Aber das Meereis, das dort gefriert, das hat kaum Salz drin. Das heißt, es reichert sich in dem Wasser unter dem Eis an. Und das heißt, ich habe da besonders salzhaltiges Wasser. Die Kälte und der Salzgehalt an den Polen sind der Motor der Meeresströmung. Denn hier strömt das Wasser oder fällt das Wasser wie in einem Wasserfall sozusagen nach unten und strömt von dort aus wieder zum Äquator, während dann vom Äquator an der Oberfläche warmes Wasser nachgezogen wird. Und so wird ein globales Förderband in Gang gesetzt, das wirklich den kompletten Globus umspannt. Durch das globale Förderband sind alle Ozeane miteinander verbunden, was bedeutet, dass lokale Veränderungen sich global auswirken können. Schaut doch mal im Fenu, die haben ein Exponat dazu. Ich werde jetzt hier erstmal weiter forschen. Tschüss! Ja, schau mal, Anne, da ist sie ja, unsere ganze Welt. Hier ist der Südpol. Ja, und da oben ist Afrika. Und Australien. Ja, und da ist der Atlantik. Und hier der große Pazifik. Und schau mal, da ist der kleine Indische Ozean. Tu, Mona, irgendwie hängen die Meere alle zusammen. Und neben dem globalen Förderband spielen übrigens auch die Drehung der Erde, die Lage der Landmassen und globale Winde eine Rolle. Ja, und so entstehen an manchen Stellen riesige Strömungswirbel. Boah, was ihr alles wisst. Na los, Anne, lass uns doch mal drehen. Ja, komm, los, drehen. Einmal drehen und es dreht sich. Guck mal, wie schön hier alles durcheinander wirbelt. Kein Wunder, dass wir Badetierchen in alle Ecken der Erde landen. Wir sind ganz schwindelig. Wir sind schwindelig. Stopp! Mir ist noch ganz schwummelig im Kopf. Ja, mir auch, Anne, mir auch. Aber spannend war's. Und ich bin jetzt schon gespannt, Mona. Wen uns die Strömung da noch vorbeitreiben wird. Oh. Oh. Schau mal, wer ist denn das? Du siehst aus wie eine Garnele. Ja, und was die wohl zu erzählen hat. Na bestimmt, eine ganz neue Geschichte. Oh, eine ganz neue Geschichte? Na dann ist jetzt Zeit für unser Lied. Mi. Hey, Monette, seid ihr bereit? Klar, oh, da sind Mädels. Wir, da sind wir, ja. Tauch ein in das Meer, schwimm mir hinterher. Ich zeig dir meine Welt, wetten, dass sie dir gefällt. Wenn du es hörst, glaubst du es kaum, unser Riff ist ein perfekter Lebensraum. Siehst dir mit eigenen Augen an, wie super die Welt funktionieren kann. Was wir zum Leben brauchen, finden wir hier. Dass es niemals zerstört wird, wünsche ich mir.
Unser Riff ist bunt und schön. Ganz viel Leben ist hier zu sehen. Das Wasser ist klar, das Wasser ist rein. Hier schweben Fische, groß und klein. Es schweben Quallen über bunten Korallen. Ein paradiesischer Ort, hier will keiner mehr fort. Doch etwas scheint die Meere zu bedrohen. Viele Tiere sind aus ihrer Heimat geflohen. Wenn sie zu unserem Riff treiben, dürfen sie immer gern bleiben. Willkommen ist hier jedermann, vor allem dann, wenn er von Reisen berichten kann. Unser Riff ist bunt und schön, ganz viel Leben ist hier zu sehen. Das Wasser ist klar, das Wasser ist rein, hier leben Fische, groß und klein. Es schweben Quallen über bunten Korallen, ein paradiesischer Ort, hier will keiner mehr fort.